So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter an der Leistungsfraktion. Deswegen sind wir auch wieder bei Benni. Moin, hi. Und im letzten Video, zu dieser Videoreihe passend, lag dieser Zylinderkopf noch bei Björn auf dem Tisch. Mhm. Wir haben den einmal grob durchgesprochen. Und jetzt soll er hier drauf. Passt soweit alles? Ja. Ja, Nockenwellen einmessen. Genau. Das ist jetzt kommt der letzte Step noch. Wir haben das etliche Male in der Theorie bei Björn schon gemacht. Jetzt zeigen wir euch das mal ganz schnell einmal am Auto. Erstmal nochmal kurz, was für Nockenwellen sind das? Catcams? Das sind Catcams-Wellen. Mechanische Wellen? Mechanische Wellen. Wir haben sie schon einmal aufgemacht da beim Hersteller. Wie viel Grad hatten die jetzt? Das war mit 1 mm oder ohne? Sowohl als auch? 291, 284. 291, 284, 248, 238. Mhm. Okay, das ist dann doch nochmal eine Nummer zorniger als das, was ich in der Limo drin hatte. Mhm. Was willst du dem Motor später drehen? 8,5 so. 8,5, okay. Würde wahrscheinlich theoretisch noch mehr gehen, ne? Ja, weil es ja nur ein 1,8er ist. Also den kannst du auch 8,8 oder sowas drehen, ne? Oder 9. Oder 9. okay, normalerweise würde der Hersteller jetzt vorgeben 2,95 und 2,85 mm Hub im OT. Das heißt, im OT würden die Ventile fast 3 mm aufstehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall zu krass. Also da hat unsere Erfahrung gezeigt, das passt so nicht. Das heißt, das müssen wir einmessen. Mhm. Wenn wir auf diese 2,85 mm gehen wollen würde, könnte man jetzt hier einfach dieses Lineal drauflegen. Also der Hersteller hat die Wellen so gefertigt, dass wenn man hier einfach gerade Lineal draufschrauben würde und dann im OT ist, dann hätten wir diese 3 mm. Mhm. Wollen wir aber nicht. So ist es. Das ist auch der Grund, wenn Björn immer Nockenwellen anfertigen lässt bei Catcams, würde es jetzt passen. Ah, okay. Das heißt, die Nockenwellen werden gleich so geschliffen, dass sie den Hub in OT haben, den Björn will. Das heißt, die kannst du dann theoretisch wirklich mit Leere einfach drauf. Lineal drauf, Abfahrt. Genau, okay. Das geht. Hier auch wieder, wie wir für meinen Motor auch mal gebaut hatten, einstellbares Kettenrad. Das gibt es wahrscheinlich für einen 1,8T aber zu kaufen, ne? Ja, klar. Das gibt's. Ja, sowas ist halt immer der Vorteil. Beim RS4 kriegst du halt... In diversen Ausführungen. Da kriegst du bei für RS4 kriegst du gar nichts. Okay. So. Okay. Ja, und hinten zwei Kettenräder dann halt jetzt, ne? Ja. Versteller noch aktiv? Oder? Das ist jetzt ein rein mechanischer. Okay, das heißt, der spannt nur noch die Kette, verstellt aber nicht mehr. Ja. Mhm. Das würde ich aber dann vielleicht, gut, da müsste man Freigängigkeit dann wirklich mal gucken, ne? Ja. Dass das Ventil nicht am Kolben anstößt, dann könnte man sogar eine nächste Stufe zünden, mit dem Versteller einmal vorne. Das war bei mir allerdings schon ein Problem. Ja? Ich weiß, bei mir hat er in der Frühstellung dann wirklich kurzzeitig fast aufgesetzt und deswegen sind wir mit der Spreizung auf einen anderen Wert gegangen. Mhm. So, allerdings, ist totaler Quatsch, was ich gerade erzähle, ich muss selber immer überlegen. Nee, das war der Motor, den ich für Wörthersee gebaut hatte, mit Serienkolben. Okay. Mit Serienkolben keine Chance. Da habe ich zum Glück in der Basis einmal durchgedreht. Das heißt, ich habe mir die Einlasswelle ungefähr auf die Gradzahl gestellt, wie der Versteller machen würde. Habe es dann einmal durchgedreht und gleich gemerkt, oh. Okay. Gibt es da unterschiedliche Versteller bei dem Motor? Nee. Weil hier gibt es unterschiedliche. Hier gibt es 16 und ich glaube 22. 22,5 Grad, ne? Ja, genau. Nee, bei RS4 gibt es nur 22,5. Okay. Okay, aber dann würde ich auf jeden Fall, wenn, dann mit der 16 Grad Version anfangen. Mhm, weil das gibt es auf jeden Fall. Gerade diese 6,5 Grad sind dann ja voll im Ventilhub drin, ne? Mhm. Man kann sich ja mit Sicherheit auch was bauen, dass man die so mit dem Ring irgendwie begrenzt oder so, ne? Mhm. Aber klar. Und dann ist auch die Frage noch, ob es was bringt. Ich habe auf dem Prüfstand damals, das müsste man im letzten Video, haben wir das glaube ich auch damals gezeigt, da sind wir ja tatsächlich mit den mechanischen Wellen einmal mit Verstellung an und Verstellung ausgefahren, um so den optimalen Schaltpunkt zu finden, wo man am besten schalten lässt. Und da war es wirklich schon so, dass es fast kein Unterschied war. Okay, krass. Hydrowellen war das immer was anderes. Also je krasser die Nockenwellen werden, je weniger wird es interessant. Okay. Wahrscheinlich, weil der Einlass eh schon so lange auf ist, ne? Dass es nicht mehr so den Kohlefett macht. Okay. Ja, so. Sollte eigentlich schnell gehen, jetzt dauert es doch schon wieder länger. Wir fangen auf der Auslassseite an. Immer ganz wichtig, auf der Seite anfangen, wo logischerweise der Riemen oder die Kette drüber läuft. Mhm. Weil sonst würdest du im Anschluss, wenn du die Einlasswelle eingestellt hast und drehst an der Auslassseite wieder rum, würdest du es komplett wieder verstellen. Mhm. Wir haben Auslassseite, muss man immer folgendermaßen machen. Man dreht den Motor auf OT, das haben wir gerade schon gemacht, mit der Uhr. Und auslassseitig messen wir quasi immer... Erstmal nicht und jetzt drehst du ihn quasi raus, weil der Auslass geht ja zu und können in dem Fall dann sehen, wie die Welle stand. Das heißt, du darfst ihn jetzt einmal an der Kurbelwelle ein bisschen weiter drehen. Dann tue ich das. Hat man schon eine Hebebühne, wir schrauben trotzdem auf den Boden. So. Ja,
Wenn es geht, in die richtige Richtung. Ja, macht er. So, reicht schon. Ja. So, also die Uhr hat sich jetzt 0,2 Millimeter verstellt. Das heißt, das Ventil war gerade noch 0,2 Millimeter offen im OT. Mhm. Das ist nicht viel, es ist jetzt aber auch nicht komplett daneben. Mhm. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die Werte, die wir bei Limo am meisten rausgefahren haben. Was war das? 0? Auslass 0,7, mhm. Einlass 1,3 ungefähr. Mhm. Das ist zumindest, ich bin ja auch, das Coole ist ja, man kann die beiden Motoren schon ja in gewiss weit vergleichen, mhm. weil beides 5-Ventiler. Ähnliche Nockenwellen, die sind halt noch ein bisschen krasser. Mhm. Das heißt, ich würde da jetzt erstmal anfangen und dann haben wir hier den Vorteil, dass man auf dem Prüfstand einfach gucken kann, was passiert. Ja. Okay. So, dann drehen jetzt mal wieder auf OT. Das heißt, einmal durch den Takt durchdrehen auf jeden Fall. Hast du genügt die Uhr? Ja. Ja. Also einmal kannst du jetzt eh komplett durchdrehen einfach. Weil der erste Takt ist für uns egal. Das ist noch der erste Takt. Ja. Was meinst du mit Takt? Es ist ja ein... In dem Moment wie soll man das erklären? Beim Viertakter ist es ja so, der zündet nur jede zweite Kurvenwellenumdrehung. Die Nockenwellen allerdings haben eine Untersetzung, das heißt, die Nockenwellen drehen sich bei zweimal Kurvenwelle durchdrehen, nur einmal. Und dementsprechend zeigt die Uhr auch manchmal den falschen Takt an, weil Kolben oben ist, aber die Nockenwelle steht falsch. Bist du sicher, dass du genüllt hast? Weil hier ist Umschaltpunkt. Ja, ja, also genullt heißt, ich habe sie so gedreht. Okay, ich habe sie auf den schwarzen Strich gedreht. Ah, alles klar. Okay. Ja, das war für mich hier genullt. Okay. Okay. Dann passt's. Und das Problem ist, somit gibt es zwei Takte und einmal ist quasi in dem Moment der Verbrennungstakt. Das heißt, die Nockenwelle steht so, dass alles zu ist und dann gibt es quasi genau an der gleichen Stelle, wenn Kolben oben ist, nochmal den Takt, den wir jetzt gerade gerne einmessen wollen. So, wir waren bei 0,2. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt die Nockenwelle verdrehen, dass wir ungefähr 0,5 mehr haben. Mhm. Ich versuche, den Schlüssel festzuhalten, würde ich sagen. Ja. Und du löst da vorne mal die einzelnen Schrauben. So, noch einmal zu deiner Frage. Hier sieht man es jetzt auch gar nicht gut. Jetzt muss ich noch eine extra Sache sagen. Beim Vierzylinder ist es immer so, dass zwei Zylinder, 1 und 4 und 2 und 3, quasi auf der gleichen Höhe laufen. Das heißt, wenn Zylinder 1 auf OT ist, ist Zylinder 4 auch auf OT. Deswegen können wir hier messen und da einstellen. Hier sieht man aber schön jetzt auf dem Zylinder, der jetzt gerade in dem Verbrennungstakt ist, stehen beide Nocken nach oben. Das heißt, die Ventile sind zu. Auf der Seite sieht man die Nocken gerade gar nicht, weil sie nämlich gerade so das Ventil noch ein bisschen öffnen. Das heißt, wir stellen jetzt theoretisch diese Seite ein, obwohl wir die messen, aber da die beide gleich laufen, kann man das machen. So. Da wir jetzt die Nockenwelle zur Kurbelwelle verdrehen wollen und das natürlich so ein bisschen klemmt in den Zahnrad immer, würde ich sagen, du hältst die Kurbelwelle unten fest und ich versuche sie zu drehen. Ja. Ganz wichtig ist, keine Knarre nehmen, weil ich weiß nicht, in welche Richtung du bist. Also ja, am besten okay. Auch ja, mit dem okay. Schlüssel drauf. So, jetzt musst du hier mal einmal rumgucken. Klar. Wir hatten ja, wie gesagt, eben gerade 2/10 Hub. Wir wollen aber auf 7/10 Hub. Das heißt, ich muss jetzt, Benny hält die Kurbelwelle fest, die ist immer noch im OT. Und ich drehe die Nockenwelle so weit weiter, bis wir da 5/10 stehen haben. Das heißt, wir haben 5/10 mehr. Und danach müssen wir das Ganze dann nochmal kontrollieren. Man sieht jetzt langsam, wie es ein bisschen mehr wird. 3,4,9. Ja, passt. Passt? Ja. So, ich halte es jetzt hier mal fest, damit Benny oben festschrauben kann am Rad. Okay. Man muss dazu sagen, bei dem Auto ist das halt ein Traum, ne? Ja, dran zu arbeiten. Wenn du das bei mir beim Audi machst, da kriegst du zu viel. Ja, ja, hier geht das wirklich, hier kommst du relativ gut dran. So, zack. Okay.
Benni zieht sie gleich an in der Hoffnung, dass sie das was nicht nochmal macht. Ja. So. Jetzt nullen wir die Uhr einmal. Das Coole ist, da wir jetzt gerade noch im OT sind, kannst du einfach rausdrehen und wir werden gleich sehen, was passiert. Mhm. Ob wir richtig stehen. Dreh ich direkt, ne? Wenn es geht, immer möglichst langsam rausdrehen, weil diese ganze Apparatur natürlich so ein bisschen filigraner ist. Alter, wenn das mal nicht eine Punktlandung ist. Das ist ja fast Punktlandung. Doch, mehr kommt nicht. Das ist Ende. Ja, perfekt. 0,75. Auf Hundertstel kann man da eh nicht gehen, weil ich mache es jetzt mal vor. Das Ganze ist schon so, wenn ich nur einmal hoch und runter mache, ändert sich das schon. Das heißt, das ist wirklich so, auf ein Zehntel ist das okay. Ja, ja. Die feinen Messtechniker unter uns würden das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders machen. Aber ich glaube eh, dass in diesen Zahnriemen und so weiter so viel Spiel auf Drehzahl ist, dass das auf ein Zehntel schon immer mega mäßig ist. Ja. Okay, das war tatsächlich Vorführeffekt, hat beim ersten Mal gleich geklappt. Das Ganze müssen wir jetzt auf der Einlassseite auch noch machen. Der Einlassseite ist das Ganze ein bisschen komplexer, weil da ist noch in dem Fall der Spanner zwischen. Das Ganze gibt es ja mit Versteller und nur als Spanner. Bei uns ist es jetzt nur ein Spanner. Das Problem ist, normalerweise kriegt der ja 3, 4, 5, 6, 7 Bar Öldruck. Mhm. Die haben wir jetzt gerade nicht. Das heißt, wir müssen den künstlich vorspannen ans Limit. Und das machen wir hier mit unserem schönen geschliffenen, mit unserem schönen geschliffenen Spezialwerkzeug. Der ist einfach nur reingepresst und drückt das jetzt genau auseinander. So. Einlass geht, wie gesagt, im OT auf. Das heißt, da hat man die besten Ergebnisse, wenn man die Uhr nullt und jetzt vorsichtig langsam OT reindreht. Ja. Und wir gucken mal, was passiert hier. Die Nulltaste? Ja. Oder waren wir, glaube ich, schon? Ja, wir waren schon. Bin schon drüber. Bist schon drüber. Okay, dann sind wir aber ziemlich nah schon. Das heißt, wir müssen leider nochmal, um genau zu gucken, einmal langsam randrehen. Weil jetzt sind wir bei 1,6. Okay, dann müsste ich aber einmal neu zurückschalten. Ja, muss leider einmal komplett wieder drehen. Benni muss noch ein bisschen was für seine Arme tun. Kannst du eigentlich machen, René? Ich habe heute schon was für die Arme. Du musst nicht mal pumpen gehen. Was war das letzte, die letzte Leistungsstufe mit dem Polo, Benni? Was sind wir denn gefahren? 720, 30? Genau, und dann haben wir, glaube ich, einmal kurz Boost hochgemacht. Ja. Da waren es 67. Stimmt, wir haben nochmal nachgelegt, genau. Ne? 77 oder 67, oder so. 77 so in den Dreh, wo du selber noch erschrocken warst mit Serienkopf. Ja. So, jetzt müsste bald langsam. Warte mal einmal, stopp. Ja, jetzt kannst du nochmal nullen. Jo. Ja, 2,3 mm. Das heißt, wir sind an der Stelle 1 mm schon zu weit auf. Das heißt, wir halten hier hinten fest. Soll ich gegenhalten? Ja, erstmal würde ich die Schrauben lösen. Okay. Genau, jetzt halt du mal fest. Jetzt sind wir ja theoretisch gerade im OT. Das heißt, wenn ich es jetzt hinkriege. Du drehst zurück, ne? Ich drehe nach hier die Nocke raus. Ja, genau. Ja. Und versuche 1 mm weniger zu machen. Ja, hat sich bewegt. Ich glaube, wir sind bald am Anschlag. Anschlag vom Rad, aber wir lassen es mal so. Ziehen das fest. Kam aber schon ein Stück. Was ist da vor Uhr stehen gerade? 1,5. Mhm. So, und wieder durchdrehen und kontrollieren.
Also wieder kurz vorher drin. Ja, ja. Jo. Ja, jetzt sind wir bei 1,5. Wir wollten 1,3 eigentlich. Ne? Aber wir sind fast am Anschlag jetzt, ne? Na, ich sage, wir sind am Anschlag. Ging nichts mehr. Jetzt können wir einfach mal nur zur Kontrolle. Ein Schräubchen rausdrehen. Achso, jetzt gucken, ob Anschlag ist. Ja, das Problem ist, man sieht es schlecht. Weil da noch das Blech vor ist. Wir machen Folgendes. Wir testen jetzt noch einmal, ob da noch ein bisschen was kommt. Wenn da nichts mehr kommt, würde ich es ehrlich gesagt erstmal so lassen. Und so mal testen, ne? Und so mal testen, weil ich vermute, selbst wenn wir jetzt ein bisschen mehr Hub im OT haben, einlassseitig, heißt das theoretisch, dass die Einlasswelle ein bisschen mehr in Richtung Ansprechverhalten steht. Mhm. Und bei den krassen Nockenwellen und so weiter ist das vielleicht eh gar nicht so der falscheste Weg. Ja, ne? Glaube ich auch. Und jetzt theoretisch müssten wir sonst jetzt die Kette ein Zahn versetzen, damit wir wieder an die andere Seite von der Einstellung kommen. Dann fangen wir wieder komplett von vorne an. Das heißt, im Zweifelsfall müssen wir es eh machen, weil die Einstellung komplett anders sein muss. Ne? Mhm. Das heißt, ich würde lieber erstmal dann einmal testen. So testen. Ne? So, pass auf, du hältst da wieder. Ja. Und ich halte. So, und jetzt muss ich nach da. Nee, das ist. Das ist Anschlag. Das Ende, ja. So, ich würde sagen, da wir eh mit den Nockenwellen noch ein bisschen testen müssen, da würde ich jetzt für 2/10 nicht den Aufriss betreiben, aber auf den Prüfstand.